TuS Koblenz gegen den TV Herkenrath. Regionalliga-Absteiger gegen Regionalliga-Aufsteiger. Ein wahrer Härtetest also für beide Teams vor dem Saisonbeginn. Die TuS aus Koblenz startet am kommenden Freitag in die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Gegner wird der FV Engers sein. Für den TVH beginnt das Abenteuer Regionalliga nächste Woche Samstag mit einem Gastspiel beim Wuppertaler SV. Koblenz in Rot, Herkenrath in Schwarz und Weiß von links nach rechts. Fünfte Minute, plötzlich ist Lars Lokotsch durch und behält die Nerven. Die frühe Führung für die Gäste durch den Neuzugang vom Ligakonkurrenten Bonner SC. Danach passiert auf dem schwer zu bespielenden Rasen in Braunshorn 20 Minuten lang wenig bis gar nichts. Dann kommt die TuS. Giovanni Lubacki von Viktoria Köln 2 gekommen, prüft Tobias Kraus im Kasten des TVH. Die anschließende Ecke, das muss doch der Ausgleich sein. TuS-Kapitän Michael Stahl, er weiß es selbst. Das bessere Team sind aber die Gäste. Barisch, Sarikaya gut freigespielt, nur der Abschluss, der passt nicht. Dennoch, sein Trainer Chris Bohenne darf zufrieden sein, auch wenn sein Team kurz danach im Glück ist. Amadou Abdoulaye, das Tor ist leer und dann das hier, der 30-jährige Neuzugang vom luxemburgischen Zweitligisten CS Grevenmacher. Erzielte letztes Jahr 11 Tore in 22 Spielen. Hier kann er nicht überzeugen. Zweite Hälfte und wieder legen die Jungs aus Herkenrath einen Blitzstart hin. Su Nadja gerade einmal 28 Sekunden nach Wiederanpfiff. Das geht zu einfach. Damit darf der nächste Neuzugang jubeln. Der 22-jährige Deutsch-Tunesier kam vom Fünftligisten FC Hennef. Najjar gehört auch die folgende Szene. Diesmal bleibt aber der Torerfolg aus. Dann mal wieder die Koblenzer. Rudolf Gonzalez mit dem Ballgewinn. Doch im Abschluss fehlt es dem Neuzugang vom FC St. Pauli 2 an Entschlossenheit. Die Gegenseite wieder Najjar. Und hier mit der Riesenchance zum 3:0 lässt diese aber liegen. Kurz danach ist der Ball dann aber drin. Pauken reagiert hier erst noch glänzend. Gegen den Nachschuss von Philipp Simon ist er aber machtlos. 0:3 also das Spiel gelaufen. Spätestens aber, als sich der Koblenzer Marco Gietzen hier die gelb-rote Karte abholt. Die TuS in den verbleibenden 20 Minuten nur noch zu 10. Trotzdem gehört die letzte Chance den Schengeln. Der eingewechselte Öztürk auf Kabashi, Kraus aber hält die Null. Der TV Herkenrath gewinnt am Ende verdient. Die Generalprobe für den Regionalliga-Auftakt in Wuppertal ist den Jungs von Trainer Chris Bohenne also geglückt. Für Arnold Schacker und die TuS muss am kommenden Freitag gegen Engers definitiv eine Leistungssteigerung her. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.